Und ich sagte, dass eine der Ursachen einfach das Bestehen des Al-Majaz in der Sprache ist. Al-Hakika wal-Majaz, das heißt, Begriffe, die gewisse Erstbedeutungen haben, das ist die Hakika, die Erstbedeutung, und metaphorische, allegorische Bedeutungen, das ist der Majaz. Das gibt es in der Sprache und deswegen besteht auch ein gewisses Potenzial für Umdeutung. Ein Beispiel für den Majaz im Koran ist die Aussage Allah Ta'alas, was'al al-Qarya. Was'al al-Qarya. Frage die al-Qarya. Was heißt Qarya? Dorfen oder Stadt? Dorf oder Stadt? In der modernen Sprache heute benutzt man das Wort Qarya nur für Dörfer. In der alten Sprache wird das Wort Qarya für Städte benutzt. Deswegen nennt Allah Ta'ala Ta'if und Mekka. Ta'if und Mekka werden im Koran als Qaryataini bezeichnet. Ta'if. Allah Ta'ala sagt hier, frage die Qarya. Frag das Dorf. Das Dorf ist ein Name für diese Erdfläche mit den Gebäuden darauf und das Land. Fragt man diese Dinge oder fragt man die Bewohner? Man fragt die Bewohner. Das heißt, eigentlich lautet das Was'al Ahl al-Qarya. Fragt die Bewohner des Dorfes. Das ist eine Form des Majaz, ein Beispiel des Majaz. Der Majaz existiert im Koran. Es ist nicht so, dass es nicht verfügbar ist im Koran. Bei der Mehrheit der Ahlul Ilm existiert der Majaz im Koran. Der Majaz ist ein, gehört zu den Dingen, die die Sprache verschönern. Etwas Ästhetisches in der Sprache, etwas Schönes. Tayyib. Einige der Majaz-Wissenschaftler oder der Sprachwissenschaftler, wie Al-Jurjani, er sagte sogar, dass gewisse Ausdrücke, wenn sie metaphorisch dargestellt werden, viel schöner sind, als wenn man sie in ihren Erstbedeutungen ausdrücken würde. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sagen würde, du bist schön, du bist schön, Tayyib. Das ist ein Satz, Hakika, okay? Das ist, das Wort schön ist ein Begriff, der in seiner Erstbedeutung genutzt wird. Aber wenn ich zu ihm sagen würde, ich will immer noch aussagen, dass er schön ist, aber ich sage zu ihm, du bist wie das Licht des Mondes. Hm? Was versteht man darunter? Schönheit, ne? Aber was hört sich vom Stil her ansprechender an? Dieses trockene, du bist schön, oder du bist wie das Licht des Mondes. Hm? Oder ein anderer Vergleich. Du bist mutig. Du bist kühn. Oder die Aussage, du bist ein Löwe. Verschiedene Sachen. Das eine ist nicht wie das andere hinsichtlich des Stils oder der Schönheit im Ausdruck. Die Bedeutung ist aber die gleiche. Das heißt, zu sagen, im Koran gibt es keinen Majaz, das bedeutet, dass du dem Koran seine Schönheit entziehst.